Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Hollywood Uncut Bundle von Bones MC. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hollywood Uncut von Bones MC, das Ganze am 30. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, vor nicht allzu langer Zeit ist Hollywood erschienen, dieses Album, das habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und einen Tag vor Halloween, am 30. Oktober, war es dann Zeit für Hollywood Uncut, also so ein Nachfolger zu Hollywood. Wir haben hier das Bundle, bestehend aus einem Shirt, dem Album an sich, in diesem Fall auf CD. Und dann haben wir hier noch so einen Flyer, so einen Infozettel. Gut, ich würde sagen, die beiden Sachen hier in Folie packen wir mal aus. Einerseits das Shirt. Und natürlich auch das Album. So, wir schneiden hier unten mal ein, wenn es gelingt. Gar nicht so einfach. Die Schweißnadel ist sehr klein, aber jetzt haben wir es geschafft. So. Gut, also, das ist es. Das ist das Album Hollywood Uncut, kommt hier in einem Pappschuber, so wie auch schon der erste Teil. Hollywood lesen wir hier oben, dann hier unten Uncut, Hollywood Bones MC, beziehungsweise Bones MC Hollywood Live. Dann unten rechts die Filmklappe und dann haben wir hier den Interpreten auf einem Thron mit interessanter Hintergrundgestaltung. Also wir haben hier Vollmond, diverse Zombies. Dann hier einen mies aussehenden Hund, einen Grabstein, auf diesem spannenderweise die Inschrift Raphael Ragucci, das ist ja der bürgerliche Name von Raf, der hier leider Gottes verstorben sein dürfte, und ansonsten jede Menge Kreuze und Grabsteine, also Friedhofs-Artwork. So, auf der Seite Hollywood Uncut, 187 Straßenbande Bones, hier auch nochmal andere Farbe. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 13 Tracks sind es geworden. Features sind mit dabei von Alex, Big Toe, also Fatal, Maxwell, Jesus, Jalil und Alex. Also, wenn ich es jetzt richtig gezählt habe, 6 Tracks auf 4, auf 13 Tracks. So, Beteiligte, Barcode und Bones hier mit einem Kürbis. Artwork von Bobby Analog. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Bedeutet, den Pappschuber können wir hier abziehen. Und dann haben wir hier ein alternatives Cover, so wie auch damals schon bei Hollywood. Also, so sieht dann das eigentliche Cover aus. Ziemlich heftig. Bones hier mit seinem Zombie-Gesicht und diversen Spritzen in den Kopf gesteckt. Bones MC Hollywood Uncut. Wir haben hier ein reguläres Jewel Case. Auf der Seite sieht das so aus. Und auf der Rückseite nochmals die Tracklist mit den Features. Okay, dann haben wir noch die Produzenten, Beteiligte. Barcode. Also die CD gibt es natürlich auch normal zu kaufen, regulär, ohne das Bundle, einfach nur das Album. So, als erstes schauen wir mal ins Booklet. Hier geht's los mit den einzelnen Tracks, mit der Info, wer den Text geschrieben hat und wer das Ganze produziert hat. Dann hier wieder Zombie Artwork. Uncut, das sieht schon ein bisschen freundlicher aus, so Sonne, Strand und Meer. Und die letzten Tracks und Bones nochmal, jawohl. Ja, das war's soweit, Credits sind hier sehr minimal gehalten. Und dann haben wir nochmal Bones mit einer Schutzweste. Gut, wir kommen zur CD. Die CD in Silber und Schwarz gehalten. Die Tracklist auch nochmal auf die CD aufgedruckt. Das sieht man sehr selten. Und auf der Rückseite gibt es nochmal so eine Collage aus den diversen Cover. Jawohl. Gut, dann kommen wir als nächstes zu diesem Flyer. Den schauen wir uns mal kurz an. So, was haben wir hier? Hollywood Uncut, Bones Level
Amazon Music. Ja, also einfach so ein Werbeflyer, dass man hier Bones MC auf Amazon Music streamen kann. Hier haben wir auch einen Code zum Einscannen. Ja, das Ganze ist hier aufgedruckt. Also es ist nicht unterschrieben mit Stift, sondern sowohl hier als auch hier. Das sind Aufdrucke. Und als letzten Bandinhalt haben wir dann hier noch ein Shirt mit dabei. So, das ist das Shirt. So sieht das aus. Kommt hier in einem schwarzen Shirt. Das Design hier, Bones MC Hollywood Uncut. So sieht das aus. Also, wir haben hier wieder den Interpreten mit einem Handtuch um den Hals. Auch hier sieht es ziemlich nach Zombie aus. Hinter ihm jede Menge Goldbarren, Waffen, Schmuck, Ringe, alles hier am Start. Dann der Mercedes und darunter dann Uncut. Die 100 Dollar im Bones Design und Verbraucherhinweis auf Englisch. Auf der Rückseite ist das Ganze blank schwarz, also hier ist kein Aufdruck oder irgendwas drauf. Die Rückseite ist komplett in schwarz. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, also wie dieses Shirt getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Shirt mit dem Riesenaufdruck, der wirklich hier über die gesamte Vorderseite geht. Oben Bones MC mit der Skyline im Schriftzug und dem roten Himmel. Dann hier der Interpret mit dem Auto, Hollywood um den Hals. Uncut hier unten in dieser 100-Dollar Optik. Dann hier auch nochmal der Geldschein. Und unten rechts dann auch noch der Verbraucherhinweis auf Englisch. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Wir haben es, habe ich euch vorhin unterschlagen, übrigens zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe M, 100% Baumwolle und made in Honduras. Die Größe war übrigens frei wählbar, also das konnte man bei der Bundlebestellung natürlich auswählen. Ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Also wie gesagt, in dem Bundle befindet sich einmal das eben gezeigte Shirt. Dann dieser Info-Flyer hier, dieser Werbeflyer zu Bones bei Amazon Music. Und natürlich das Album an sich, Hollywood Uncut hier im Pappschuber mit insgesamt 13 Tracks und 6 Features. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle, Hollywood Uncut von Bones MC. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bones MC unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.